Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Heute habe ich wieder ein sehr schönes Interview für dich. Hallo Heidi, danke für die Ich Einladung. freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, um über dich zu erzählen und über deinen Weg. Du bist ja auch im Club der mutigen Mütter. Ich möchte ganz gern, dass du dich erst einmal vorstellst, den Zuhörerinnen, wie alt du bist und wie viele Kinder du hast und ja, wie im Moment gerade deine Lebenssituation aussieht. Also, ich bin 46 Jahre alt und habe einen Sohn, der jetzt 7 geworden ist und gerade eingeschult wurde. Und ja, aufregende Zeit, aber er hat es gut angefangen und wir starten in eine neue Lebensphase. Ja, sehr gut. Ja, also Ja. wenn die Kinder in die Grundschule kommen, da verändert sich unglaublich viel. Wie lange bist du denn jetzt schon getrennt? 6 Jahre. 6 Jahre schon. Also das war also relativ schnell nach der Geburt des Kindes. Genau, der Sohn war 1 Jahr alt. Genau. Genau wie bei mir. Ja, also meiner war 14 Monate alt, ja, wo man noch die Monate zählt. Ja. Wann hast du denn gemerkt oder wie hast du gemerkt, dass es mit dem Vater deines Sohnes nicht weitergeht? Wart ihr verheiratet? Ja. Und wie lange wart ihr da zusammen? 2 Jahre etwa. Also 2? 2 Jahre, genau. Wir waren 2 Jahre Und zusammen und das Kind war dann in der, also es ging recht schnell, ich bin recht schnell schwanger geworden. Es sah für mich alles sehr passend aus und ja, dann kam es eben anders. ja. Also Woran hast du das gemerkt, dass das mit dem Mann nicht geht? Das, was du dir vorgestellt hast. ich habe schon zu Anfang schon festgestellt, dass es da Unterschiede zwischen uns gibt in der Wahrnehmung, in dem, wie man eben so ein Leben lebt, ein Stück weit. Ich dachte immer, das ruckt sich noch ein. Ich bin dann, wie gesagt, recht schnell auch schwanger geworden und mit der Schwangerschaft, mit der Bekanntgabe der Schwangerschaft hat sich auch noch mal was verändert. Da hat so ein Isolierungsprozess angefangen. Von Mich, deiner Seite oder von seiner nein, Seite von auch? seiner Seite, mich quasi von ja, meinen Freunden von der Familie ja, fernzuhalten und das Kind eben auch. Es gab dann immer Gründe, er hat dann irgendwas gefunden als Aufhänger. Ja, und einfach dieses Liebe und Nette verflog natürlich irgendwann und es gab eben eher das Saure dann und einfach dieses Abwerten und auch dieses, meine Wahrnehmung total verdrehen. Also ich wusste dann irgendwann gar nicht mehr so genau, was stimmt jetzt eigentlich. Ich habe Bauchgefühl gehabt, aber mir hat die Resonanz von außen gefehlt. Dann, ja, du liegst richtig. Hatte er sich denn, wie hat er denn reagiert, als du ihm gesagt hast, dass du schwanger bist? War er da, war das irgendwie, wollte er Kinder oder wollte er gar keine Kinder? Oder hat er schon Doch. andere Kinder gehabt oder was? Oder wie Nein, war eigentlich? er hat keine Kinder und wollte auch Familie. Und ja, ich habe Also, gedacht, weil du vorhin das gesagt wäre hast, perfekt. dass er dich ja auch von deiner Familie und Freunden trennen wollte, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also er hat einerseits dann irgendwie schlechte Laune verbreitet, wenn du mal deine Eltern oder deine Familie besuchen wolltest. Das kenne ich Genau, auch. Ja. genau. Also genau, jeder Besuch war dann irgendwie auch ein Kampf, da hingehen zu können. Also er hat da sehr viel auch mit meinen Ängsten gearbeitet, mich gut manipuliert und immer meine Eltern irgendwo ein Stück weit als die Bösen hingestellt. Und es war immer so ein Fünkchen Wahrheit dran und zwar so ein bisschen Fiktion auch. Ja, das Ja, konnte er ja. gut. Und glaubwürdig auch zu sein. Wie hat sich das denn dann ausgewirkt? Hat er sich denn, als das Baby dann da war, hat er sich denn gekümmert oder wollte er
Wollte er das Baby vereinnahmen? Wollte er es nicht teilen mit anderen? Oder ist er da eher in die Distanz gegangen, lange gearbeitet? Wie kann ich mir Also das er ist in vorstellen? ein übervorsorglicher Vater war er oder ist er heute noch, der sehr ja, den Sohn beschützen möchte. Also Also vor allem, wenn man mich kontrollieren ja auch. kontrollieren möchte, genau, ja. Okay. Wie bist du denn mit deinen roten Flaggen umgegangen? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, dass du da schon das eine oder andere vorher geahnt hast. Was hast du, was kannst du dich noch zurückerinnern, was da für Gedanken damals in dir hochkamen? Als mir was Wie, komisch vorkam oder als mir. beziehungsweise wie du damit umgegangen bist, als diese komischen Gedanken hochkamen, wie du mit dir selbst geredet hast, um dir das eventuell, hast du dir das schön geredet? Oder welche Gedanken haben dich dazu geführt, nicht gleich bei den ersten roten Flaggen, stopp, der Typ wird mir nur Schwierigkeiten machen. Ich sehe lieber zu, dass ich Land gewinne. Was waren das für Gedanken in dir, die dich dazu bewegt haben, trotzdem weiterzumachen? Du hast vorhin schon gesagt, dass du gedacht hast, es renkt sich so ein bisschen ein. Aber Ja, als richtig. es dann mehr und mehr wurde, Also ich was? muss dazu sagen, dass ich total verliebt war. Also für mich war das wirklich, ich dachte, ich hätte den Menschen gefunden, der mit mir, also mein zweiter Flügel sozusagen, irgendwie ist. Und ich hatte mir auch eben Familie gewünscht und das hat auch dann recht schnell funktioniert. Und das war einfach sehr schön. Und ich wollte natürlich ein Stück weit auch meinen Traum nicht aufgeben. Und Das ich kenne ich so muss von mir. sagen, dass ich einfach in dieser Zeit, in der wir zusammen waren, einfach so massiv geschwächt wurde. Wie gesagt, das Angstthema war sehr groß und es war schwer für mich da einfach zu sagen, du, dann lassen wir es. Der hat dann später ziemlich schnell deine Trigger gekannt, oder? Genau. Der konnte mich dann schon lesen wie ein Buch. Ja, das können sie alle. Ja, das können sie alle. Und ich erkenne mich da so wieder. Also der Vater meines Sohnes, das war mein absoluter Traummann. Absolut. Ich habe gedacht, wow, auf welcher Wolke bin ich denn jetzt gelandet? Genau. Und weißt du, was ich damals auch noch gedacht habe? Womit habe ich das verdient? Ja, also im positivsten Sinne so ungefähr. Boah, jetzt habe ich richtig in den Goldtopf gegriffen. So ein Traummann. Ja, der ist so anders als die anderen. Ja, Genau. so eine Love-Bombing-Phase, die ist schon sehr schön. Also, Ja, muss man absolut. schon sagen. Also, die Also hat es schon was. Ja, die absolut reißt ist einen mit. Ja. ja, also es war die Anziehung auch sehr stark. Also das war einfach so dieses, ja, Paket Ja, gut kann war ich in dem sowas Moment. von verstehen. Ja. Ja, meine Freunde haben damals mir gesagt, wenn ich dann so da saß und so in Gedanken war, die haben echt gedacht, ich wäre bekifft oder halt, wär ständig unter Drogen. Und irgendwo ist es ja so auch. Ja. Ja. Und gut, du hast dann tatsächlich doch aber noch relativ früh die Reißleine schließlich gezogen. Welcher Genau. Gedanke war denn dann dafür verantwortlich, dass du gesagt hast, so, bis hierhin und nicht weiter? Was ist da passiert in dir? Also ich merkte so, dass diese Abwertungen und dieses Niedermachen und das nahm einfach zu. Mit Geburt des Kindes war ich nicht mehr die Queen, sondern ich wurde dann so schon auch irgendwie mit Füßen getreten und es gab viele Grenzüberschreitungen, es gab keinen Stopp. Also wenn ich jetzt weinend vor ihm saß und sagte, hör bitte auf, ich kann nicht mehr, stopp, dann war ich die Instabile, die nicht diskutieren konnte, und so weiter. Also, und es gab keinen Stopp. Er war nie gewalttätig jetzt, er wurde nie geschlagen. Das war alles wirklich nur verbal. Aber Was da heißt ist nur? Also es war emotionale Gewalt. ja, genau. Also in Ja, den ja, ja. sehr, sehr selten. Also ich erlebe das auch im Club der mutigen Mütter, erlebe ich es eher selten, dass ein Mann tatsächlich handgreiflich wird, wobei das nicht Genau. ausgeschlossen ist. Aber es ist nicht nur Reden oder verbal, sondern es ist kolossale emotionale Gewalt. Ja, Es ist richtig. Gewalt. Es ist gewalttätig, weil mit den Worten kann man viel, viel größeren Schaden anrichten als mit einem blauen Fleck. Das ist meine Meinung. Ja.
Und dementsprechend brauchen wir uns da nicht zu rechtfertigen oder uns unter anderen Frauen stellen, die harte körperliche Gewalt erfahren haben. Ja, absolut, ja. Und ich finde das sehr bewundernswert, dass du zu diesem Zeitpunkt tatsächlich dann gesagt hast, okay, no more, nicht mehr. Das ist jetzt der Punkt. Wie ging es dann weiter? Hast du dich dann erstmal erkundigt? Hast du Rat gesucht? Wie war dann wie sah damals dein Unterstützerteam aus? Hattest du dann noch schon gleich einen Anwalt? Wie hast du dich informiert? Ich hatte eine Heilpraktikerin, die mich begleitet hat und die schon in den Terminen und bei diesem Erzählen, wie das bei uns so läuft, auch mal das Wort psychische Gewalt fallen lassen, das ich vielleicht in diesem Moment noch gar nicht so eingestuft hätte. Sie war natürlich ein Anker für mich und zu meinen Eltern, wie gesagt, war der Kontakt eher weniger. Es gab zwei Freundinnen, die mich da auch noch unterstützten. Ja. Sag Die waren. mal, eine Frage noch vorab, bevor ich jetzt dazu übergehe, wie du dann in den Club gefunden hast. Eine Frage hätte ich noch. Kanntest du so ein Beziehungsmuster oder solche Männer vorher aus der Vergangenheit? Nein. Okay, war Nein, das also dein meine, erster Narzisst sozusagen? Aha. ja. Und wie war das mit der Ursprungsfamilie? Also deine Eltern sind auch immer noch zusammen und da Ja. kanntest du jetzt auch keine emotionale Genau. Abwertung etc. pp. Also nicht in so einem Maße, wie es ein Narzisst tut. Also ich würde sagen, so eben, wenn ich von heute so ein bisschen drauf schaue, waren manche Aktionen meiner Eltern vielleicht auch gut gemeint, aber nicht immer liebevoll, aber nicht narzisstisch veranlagt. Nein. Gut. Spannend, oder? Ja. Spannend. Da musste der Mann kommen. Da Ach musste der ja. Mann kommen. Aha. Ja. Ja, und wie ging das denn dann weiter? Also du hast dich dann informiert, bist du gleich mit Kind Genau. ausgezogen Genau, also es war so, und dass ich mich informiert hatte. Ich habe dann den Tipp für einen Anwalt erhalten, den ich dann auch aufgesucht habe, um mich zu informieren, welche Schritte ich quasi auch mit dem Kind gehen darf, ohne irgendwie. Also das war dir damals schon bewusst, dass du nicht einfach so mit dem Kind ausziehen kannst. Jein, also ja, da Okay. streiten sich heute noch so ein bisschen die Gemüter, ob das alles so fein war, denn ich habe wirklich dann gespürt, wenn ich heute nicht gehe, dann morgen schaffe ich es nicht mehr. Ich habe einfach so viel, ich war so kraftlos einfach und habe einfach das Kind geschnappt und bin gelaufen. Raus aus dem Haus. Und Ach, Gott sei Dank. habe mich dann einer freien Plätzen in geschützten Einrichtungen erkundigt, um dort unterzukommen. Okay, warst du also Das erst war in dann einem auch funktioniert. Frauenhaus? Genau, ja. Okay, gut, 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 Auch gut. weiter weg, also nicht so nah. Was Das hat war dein gut. Ex dann gemacht? Der ist völlig hohlgedreht. Also der hatte vorher schon sehr, war so vorher schon sehr kontrollwütig sozusagen und hat kaum aus dem Haus mich schon angerufen. Wie geht's dir? Was machst du? Zum Mittagessen zu Hause, dann direkt nach der Arbeit schon die Fahrt Der abgegriffen, hatte ne? Also Angst, der dass hatte du ihn schon, verlässt. Der wusste ja, das auch also schon. ich muss dazu sagen, ich hatte ganz am Anfang, ich weiß gar nicht genau, ob die Schwangerschaft da schon bekannt war, habe ich gemerkt, dass das so nicht weitergeht. Wie gesagt, diese Grenzüberschreitung war mir zu extrem. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt, ich ziehe jetzt aus wieder. Also ich war relativ schnell eingezogen und ich bin dann wirklich eine Woche ausgezogen. Und ich kann dir heute noch nicht so genau sagen, was das Fünkchen an diesem Ganzen war, weshalb ich wieder Ja gesagt habe und zurückgegangen bin. Ich hätte ja eine Idee. Also wahrscheinlich, wie gesagt, ich weiß gerade nicht genau, ob ich da schon schwanger war, denn natürlich hätte das ja auch eine Rolle gespielt, dass Weißt ich auf du, diesem was Weg. ich manchmal glaube? Also die Hoffnung stirbt ja Ja, zuletzt. ja.
Und wir haben dann immer, vielleicht ist das jetzt nicht so schlimm. Also solche Gedanken, ja. Ja. Oder wir müssen uns vielleicht beide erst noch da zusammenraufen. Oder man kann ja nicht wegen einer Kleinigkeit gleich das Handtuch werfen. Ja, also solche Sachen, wo Ja. auch unsere Eltern- und Großelterngenerationen ja auch eher gesagt haben, also so schnell trennt man sich normalerweise nicht, wenn man sich verheiratet hat. Das ist am Anfang, muss ich das erstmal so einspielen. Also ich kann mir das gut vorstellen, weißt? Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich dann in Hotels dann schon gegangen bin, ja? Wo ich dann auch Okay. gedacht habe, na ja, ich setz mal hier markante Marker, damit es sich ändert, ja? Ich bin weg, damit er mal sieht, wie das ist, wenn ich weg bin. Das Thema ist so, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Ja, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Naja, doch, also das war für ihn schon sehr, also ich bin quasi vom Hof gefahren und habe einen heulenden Mann stehen gehabt. Also das Ist hat ihn ja auch schon sehr getroffen. beeindruckend, Ja, ja. absolut. Du hast wahrscheinlich auch dann tatsächlich auch seine Urängste bedient. Ja, Die ja, ja. Urangst, verlassen zu werden. Absolut. Also mir war Und ja. schon bekannt, dass er auch eine schwierige Kindheit eben hatte Okay, und ja. das noch Probleme hatte mit Angst. Ja. Erklärt es, ja. Ja. Und ja, es erklärt es. Aber es ist ja nichts, wo man sagen muss, so, das sanktioniere ich jetzt, so ein schlimmes Verhalten mir gegenüber. Ja, Richtig. dann muss er halt was tun. Ja, dann muss er halt entsprechend sich Hilfe suchen, um das Thema aufzuarbeiten. Aber ich bin nicht hier in der Therapeutinnenrolle. Ich möchte einen stabilen Partner an meiner Seite und das Kind gemeinsam im besten Willen großziehen. Ja. Hat er dann irgendwelche gerichtlichen Schritte eingeleitet? Also nachdem ich dann wieder Kontakt aufgenommen hatte und mich dann nochmal anwaltlich eben auch nochmal beraten ließ, hatte ich ihm gesagt, dass er mir doch bitte das Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen solle, weil die Chancen doch gut ständen nach der Beratung des Anwaltes, dass ich es eben bekäme. Mhm. Und daraufhin hat er es eben gerichtlich beantragt. Also er hat gerichtlich das ABR beantragt, obwohl du ihm vorher gesagt hattest oder beziehungsweise es ihn hast wissen lassen, dass du es sonst beantragen würdest. Also er war dann der Erste, der tatsächlich den Antrag gestellt hat. Ja. Okay. Und wie lief das dann ab? Wie war diese erste Verhandlung? Oh, schwierig. Es gab Gespräche mit den Verfahrensbeiständen und so weiter. Und in diesem Verfahren haben wir uns dann auf ein Wechselmodell geeinigt. Ja. Ui, mit Auf einem ein Jährigen. sehr kurz, also 4 Tage Wechsel. Ja, das ist normal Ganz bei den kurz kleinen auch, ja. Kindern, aber das ist ja der Hammer. Ist das ein Vergleich gewesen, auf den du Ja. dich hast? Es war eine Vereinbarung, genau. Ach, Und ich Scheibenkleister. wusste, also ich habe da so unter Strom gestanden und ich Ja, war damals auch klar. noch nicht wieder zurück in der Umgebung und hatte auch keine persönlichen Treffen mit ihm direkt nach dem Weggehen. Also, ja. Oh mein. Habt ihr das jetzt immer noch? Nein. Ich Gott habe sei zu Schulbeginn. Jetzt nochmal bin ich. Wir haben eine Mediation angefangen gehabt, die natürlich nichts gebracht hat. Dank. Die habe ich jetzt 2 Jahre lang so weit durchgestanden, bis ich gesagt habe, stopp, es ändert sich nichts und bis zu Schulbeginn muss sich hier etwas ändern. Und habe jetzt bin vor Gericht gegangen und habe eine Ferienregelung erstritten und einen wöchentlichen Wechsel. Also wöchentlichen Wechsel. Ja. Okay, und wer hat das ABR? Ist Wir jetzt beide. geteilt nach wie vor, beide. Genau, ja. Tough, tough, gerade mit Meinjährigen. Liebe Mamas, diejenigen von euch, die da gerade auch mit Meinjährigen Kind sich trennen, schaut, dass ihr euch da nicht reinquälen lasst. Ja. Ehrlich. Also mit dem heutigen Wissen habe Ja, ich ja. natürlich auch ein bisschen Gewissensbisse, was Nein, ich. brauchst du nicht zu haben. Brauchst du wirklich nicht Es zu war für mich haben. damals richtig. Ja, Also ja, genau. Also ich auch wollte ihm auch nie nochmal. das Kind entziehen. Also ich habe nie Ja. gesagt, der Mensch darf dieses Kind nie wiedersehen. Also es war mir auch wichtig, dass natürlich mein Kind auch einen Kontakt zum Vater hat. Ja.
Und weißt du, zu dem jeweiligen, also du sollst auch kein schlechtes Gewissen haben, weil wir treffen ja alle unsere Entscheidungen dahingehend, was wir in dem Monat, in dem Moment als richtig empfinden. Und deshalb trifft dich da keinerlei Schuld. Ja? Klar ist man hinterher immer klüger. Ja? Aber ich kann mir gut vorstellen, wie auch das gesamte Helfersystem auf dich eingeredet hat. Richtig. Und der Richter oder die Richterin, die ein Wechselmodell anordnen, war das eine Anordnung oder war es ein Vergleich? Weißt du das, ob das ein Beschluss war oder ein Vergleich? Glaube Beschluss. Okay, also der Richter oder die Richterin, die für ein einjähriges Kind ein Wechselmodell anordnet, bei einem offensichtlich hochstrittigen Paar, wo auch emotionale Gewalt im Spiel ist. Liebe Richter und Richterinnen, bitte lasst das. Lasst das. Wirklich. Mann, ja, okay. Zu weit. Ich könnte mich sonst verlieren hier. Wie bist du dann zum Club der mutigen Mütter gekommen? Wie ging es dir denn dann in der Zeit danach mit diesem Wechselmodell? Wie war denn dann die ersten Trennungsjahre? Wir hatten uns eigentlich soweit ganz gut eingespielt, was den Wechsel betraf. Also die Übergaben fanden dann auch statt, ohne dass es irgendwelche Streitgespräche gab. Also das Okay. hat sich relativ gut eingeruckt. Nachdem sich das so eingespielt hat, wie ging es dir denn da Zum emotional? Wechselwechsel. Gerade so in den ersten Jahren Kindergartenzeit mit deinem Sohn. Also ich muss sagen, dass ich nie ein Problem hatte, mein Kind abzugeben. Also ich habe die Zeit auch wirklich für mich gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen, um mich zu stärken, um dann wieder für mein Kind eben da sein zu können. Daher, ja, hat das schon früh auch, wie gesagt, mit diesen Wechseln jetzt. Naja, fast 6 Jahre haben wir das jetzt praktiziert. Eigentlich gut funktioniert. Okay. Also Und wie ging Abstimmung es natürlich immer dir schwierig, aber jetzt? Du hast ja zu einem bestimmten Zeitpunkt mich und den Club gefunden. ja. Was hat dich denn, wo standst du denn damals, als du in den Club gekommen bist? Also mein Problem war, dass ich immer noch sehr verängstigt war. Sei es, wenn Nachrichten von dem Ex-Mann kamen oder eben persönliche Treffen stattfanden, die ja dann eben alle 4 Tage stattfanden. Und ich habe für mich dann eher, ich bin schon immer jemand gewesen, der auch sich Hilfe sucht. Sehr gut. Und so war ich auf dem Weg. Ich merkte so, dass das Erarbeiten mit meiner Heilpraktikerin für mich nicht mehr ausreichend war. Und so, ich habe dann auch angefangen, so ein bisschen mich über Narzissmus eben zu belesen. Ich habe Podcasts hoch und runter gehört und ja, Bücher gelesen und so weiter, um für mich irgendwie aus dieser Angstspirale rauszukommen. Was hattest du denn speziell für eine Angst, dass er dich anspricht und wieder irgendwelche Trigger bedient? Erstens mal wusste ich nie so genau, was erwartet mich, also wie ist er gelaunt? Kriege ich heute eine übergebügelt oder ist er heute nett? Also Ja, das Unberechenbare. genau. Und dann hast du dich Und eben. belesen, hast Podcasts gehört und dann Genau. hast du irgendwann mal mich gefunden und den Club. Genau. Also ich sag mal, er hatte mir auch immer angedroht, mir das Kind wegnehmen zu wollen. Und das war ne, natürlich auch ein Mega-Trigger. Ja, Weil klar. ich immer Angst hatte, dass er es schafft, mich als psychisch krank hinzustellen und ja, man als erziehungsunfähg letztendlich, ja, und man mir dadurch das Kind wegnehmen könnte. Das Hattet war ihr auch ein. dazwischen jetzt in der Zeit noch andere Gerichtsverfahren außer dem letzten, wo du jetzt dann entsprechenden wöchentlichen Wechsel einrichten konntest? Nein. Okay, wenigstens etwas. Ne? Wenigstens etwas. Ja. Naja. Okay, und was hat dich dazu bewogen, in den Club zu kommen? Also ich habe irgendwann die Podcasts von dir gefunden und hatte das Gefühl, okay, da ist jemand, der weiß, wovon er spricht. Also ich habe mich ein Stück weit auch wiedergefunden
in diesem Podcast. Und bin dann einfach mal auf deine Internetseite gegangen und habe dann erfahren, dass es da einen Club gibt. Und da war ich erst ein bisschen skeptisch, ob ich diesem beitrete. Und muss im Nachhinein sagen, das war das Beste, was ich wirklich habe machen können. Das freut mich. Das freut mich. Wie War lange bist du super. jetzt dabei? Ich komme ins zweite Jahr. Hey, Also ich hey, bin hey, schon ein hey. Weilchen dabei. Es tut einfach immer noch gut, die Impulse zu hören, immer wieder so zu mir zurückzukommen. Das ist für mich so ganz wichtig, weil ich Ja, finde. das ist ja mir so wichtig, dass wir weg von dem Narzissmus-Thema Genau. kommen und von der Orientierung und von dem Fokus auf die Toxizität des Ex und was er wieder alles anstellt, sondern dass wir halt Genau. in mehr und mehr zu uns finden. Und in dem Moment, wo du zu dir findest, dann kannst du halt auch diese Trigger, die andere noch bedienen können, dann auch finden und auflösen. Wie geht es dir denn diesbezüglich? Hast du noch diese, also kennst du die Trigger, die andere bedienen können? Kannst du damit jetzt anders umgehen, wenn die mal wieder bedient werden? Also ich habe auch angefangen, an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und ich hatte, also was mir schon sehr geholfen hat, aus der Angst rauszukommen, war das Dexcadima-Programm. Ich hätte nie gedacht, dass man das schaffen kann. Also wenn ich überlege, was ich am Anfang, wo ich am Anfang stand und wo ich heute bin, mega. Ach geil, ach wie Wirklich, also schön. das ist sehr toll. Und habe, ja, wie gesagt, ich habe bei mir sehr hingesehen. Was ist da los? Was triggert dieser Mensch bei mir? Warum ist das so? Habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und naja, hier und da erwischt es mich schon noch. Ich habe es aber viel schneller im Griff. Also ich kann schneller die Distanz auch wieder kriegen, zu erkennen, ah, okay. Genau, und da kann man sich Das. ja dann auch, wenn man so in so eine Situation wieder kommt, dann kann man zum Beispiel sagen, ach, da ist es wieder. Ja, Sowas, da ja, ist genau. es wieder. Ja? Und genauso lernen wir mit diesen Wellen, ja, umzugehen, weil es gehört zum Leben einfach dazu, dass wir immer mal wieder so mit einer Situation konfrontiert werden, die uns gar nicht gut tut. Ja? Und die uns mal wieder damit ja in Berührung bringt, dass wir auch nur Menschen sind. Und gerade wenn es dann eine Weile auch ruhig war, dann kann ja mal so was Unerwartetes erst einmal wieder, what? Was war das denn jetzt? So ein Rückfall, ja. Und das ist alles vollkommen normal. Aber der Punkt ist der, in dem Moment, wo wir achtsam sind und sagen, okay, ups, da war es wieder. Jetzt gucke ich da noch mal hin oder ich lasse das jetzt erst einmal, ich verdau das jetzt erst einmal und alles ist gut. Ich weiß, so schlimm wie vor 6, 7 Jahren kann es nicht mehr werden. Also ich habe so für mich auch gelernt, einfach kein Drama mehr draus zu machen, diesem Drama nicht mehr hinterher zu hechten und sich zu rechtfertigen und irgendwie Ja, das so, ist genau der Punkt. Ja, ja, das ist wirklich genau. mehr Gelassenheit und Sehr, sehr Coolness schön. und Ach, das finde ich ja klasse. Ja, genau. das finde ich klasse. Sag mal, für die Mamas, die noch ganz am Anfang stehen, was würdest du den Mamas raten? Also ich kann nur, wie gesagt, ich kann Werbung für dich machen, für den Club der mutigen Mütter, und eben die Programme, die du anbietest, weil die haben mich wirklich, sehr gestärkt und begleitet und haben mich darin auch geschult, den Fokus wieder zu mir zu lenken und weg von dieser vergiftenden Atmosphäre. Und Sehr gut. das bringt sehr viel mehr Lebensqualität einfach auf. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Gerade wenn man da sich auch da wieder drauf besinnt, ich meine, toxische Menschen wird es immer geben. Ja, Ja, sicher. ein toxischer Ex löst sich nicht auf und er wird dann auch nicht Bambi, wenn eine Frau hier Dexcadima macht, ja, oder Clubmitglied wird. Was ich aber tatsächlich schon auch gesehen habe, auch bei anderen Mamas, jetzt kommt auch bestimmt auch auf die Pathologie des Ex an, aber dass tatsächlich in dem Moment, wo man sich von sich aus verändert und ruhiger und mehr in die Balance und in die Gelassenheit kommt, in die emotionale Balance, dass sich tatsächlich dann auch die Beziehung zum Ex
auch diese Elternschaft verändert. Auch zum Leichteren, zum Besseren, ja. Weil einfach genau wenn dieses Drama, wenn die Männer uns nicht mehr die Energieseile zuwerfen können und sie halt nicht mehr die Möglichkeit haben, sich daraus was zu holen und sie merken einfach, dass sie nur noch ins Leere das Energieseil werfen, dann benutzen sie einen auch nicht mehr so oft. Kann sein, dass sie dann noch mal versuchen, ja. Einfach so, ja. Aber letztendlich glaube ich auch daran, dass man am Ende vielleicht auch auf einen Modus operandi kommt, der viel friedlicher ist, Ja, es ist viel mehr Ruhe eingekehrt, absolut. als man sich Das das war am sehr Anfang vorstellen heilsam. kann. Das war Ja. am Anfang diese Stressphase. Also ich wollte einfach dieses Druckgefühl und diesen Stress loswerden, was dieser Mensch eben bei mir ausgelöst hat. Ja. Wo siehst du denn jetzt aktuell noch für dich Entwicklungspotenzial? Also wo denkst du, also ich meine, ich habe selber auch noch Entwicklungspotenzial. Also ich liebe es auch, Entwicklungspotenzial bei mir zu entdecken. Weißt du, es ist nichts irgendwie, wo ich Ja. sage, irgendwann sind wir die perfekten Frauen und Mütter, sondern ich sage immer, das ist jetzt mal so ein Bereich, den könnte ich jetzt mal angehen. Ja, welcher ist es denn bei dir? Was glaubst du? Also diese Frage habe ich mir kurz vor dem Interview tatsächlich auch gestellt. Ach was? Ja. Und habe mir so überlegt, dieses unabhängiger vom Außen zu werden, ist bei mir noch ein Punkt, den ich weiter Ja. bearbeiten möchte. Und du wirst feststellen, wenn dieser Punkt, wenn du da dem näher gekommen bist, dann ist das wie ein Dominostein, der dann nämlich gleich andere Themen auch noch mit umfallen lässt. Das ist so ein zentrales Thema. Das ist so ein zentrales Thema. Weg von äußeren Bedingungen. Das ist auch ein Bereich, wo ich gerne auch, wo ich auch sehe, dass ich da auch selber Entwicklungspotenzial habe, ja, weil das ist halt so, ja, weil so Umgebungsvariablen, die sind halt immer da, ja, und die Stimmt, können ja. so unterschiedlich sein und auf einmal, wow, ja, sagt mein Nachbar was, ja, und dann, what, ja, und reagiert schon und auch davon unabhängig zu werden, zumindest zu sagen, okay, nach einer halben Stunde habe ich das vergessen, ja, ist ja auch schon okay, ja. Also ich habe jetzt auch festgestellt, je gelassener ich werde, umso mehr muss man natürlich auf der Gegenseite eine Schippe drauflegen. Also Genau. die Dreistigkeiten oder die Übergriffigkeiten sind schon auch da, aber ich gehe einfach anders damit um. Ja, sehr gut. Das war so ein schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auch, dass du mir vertraut hast, dass du in den Club gekommen bist, dass du Dex Kadima gemacht hast. Ja. Und ja, ich wünsche dir das Allerbeste für deine Zukunft. Ja. Dankeschön. Du hast schon den Segelschein, oder? Den hast du Ja. schon. Ja, das dachte Ja. ich mir. Nämlich alleine von dem Gespräch, ich habe jetzt vorher nicht geschaut, aber das habe ich mir schon gedacht, dass du den Segelschein schon hast, ja, weil du sprichst einfach auch schon so aus so einer ausbalancierten Basis heraus. Ja. Also toll. Ganz, ganz klasse gemacht. Und das wird, je älter das Kind wird, kann ich dir versichern, es wird leichter. Es wird leichter. Ja, weil es immer weniger Berührungspunkte gibt. Dann nochmal, wenn es um die weiterführende Schule geht. Dann nochmal, wenn es um die Ausbildung geht. Ja. Und dann sorgen die Kinder nochmal selbst für Genau. aufregende Sachen. Ja, also, aber das Ja. ist normal. Ja, das ist normal. Und das macht ja auch das Leben aus. Ja. Richtig. Alles andere wäre zu langweilig. Herzlichen Dank. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Nachmittag. Mach's gut. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss.